Der SV Wacker Burghausen will endlich den Bock umstoßen und den ersten Saisonsieg einfahren. Allerdings ist die Aufgabe bei der Spielvereinigung Ansbach richtig knackig. Die Mittelfranken haben einen hervorragenden Saisonstart erwischt, sind noch ungeschlagen und holten 5 Zähler aus den ersten 3 Partien. Mit der Unterstützung von knapp 1300 Zuschauern sollen auch diesmal die Punkte im Xaver-Bert-Sportpark bleiben. Nachdem das Match mit einer viertelstündigen Verspätung begonnen hatte, übernahmen erstmal die Gäste in Weiß und Schwarz das Kommando. Den Aktionen fehlte allerdings wie bei dieser einen Tick zu hoch angesetzten Flanke die letzte Präzision. Die 09 aber grundsätzlich eine Mannschaft, die Druckphasen des Gegners gut aushalten kann und aus dem Nichts dann selbst was generiert. Wie in der 20. Minute. Da zieht Daniel Schillhorn einfach mal aus der Distanz ab, das Leder knallt aber nur an die Latte. Das brachte die Gastgeber insgesamt besser rein, die Partie nun ausgeglichen. So richtig gefährlich war es auf beiden Seiten aber weiterhin nicht. Das änderte sich jedoch kurz vor der Pause. Schillhorn findet allerdings in einer pfiffigen Freistoßvariante keinen Weg durch die massierte Wackerdeckung. Kurz darauf hat Niklas Seefried etwas Platz und zieht ab. Die Kugel saust nur knapp über den Kasten. Die letzte Szene vor dem Seitenwechsel gehörte dann jedoch den Salzachstädtern. Thomas Winkelbauer dreht sich da perfekt, verfehlt aber dann das Gehäuse. Durchgang 2 begann ebenfalls sehr ausgeglichen. Die erste zeigenswerte Szene gibt's nach 53 Minuten. Ansbach über links. Die Flanke von Lukas Schmidt wird abgewehrt in den Rückraum, wo Schillhorn steht. Und dessen Schuss wird von Alexander Spitzer unglücklich abgefälscht. Damit war der Bann gebrochen in diesem Match. 1:0 für die Spielvereinigung. Wacker suchte nach Lösungen, aber anders als in den ersten 3 Saisonspielen, als sie viele Chancen kreierten, gelang hier weiter wenig. Da hilft er gerne mal ein Standard und zumindest Torwart Heiko Schiefer hatte nach dieser Szene leicht erhöhten Puls. Das galt auf der anderen Seite noch mehr für Spitzer. Sein Fehler hätte den Oberbayern fast den zweiten Gegentreffer eingebrockt. Schmidt spielt das jedoch nicht gut aus. Letztlich wird Pepe Bregner dann geblockt. Alles in allem hatten die Gastgeber die Oberbahn komplett im Griff. Doch dann die Nachspielzeit. Felix Bachschmidt mit Platz über rechts und der Flanke Schiefer dran, liefert damit aber quasi eine Maßvorlage für Joker Brian Begotterei. Der schießt das Ding aber drüber. Was für eine Riesenchance zum Ausgleich. Noch war aber nicht Schluss. Letzter Angriff des Spiels, allerdings für die 09er. Der eingewechselte Maxi Hirschmann rein auf Michael Speer und der erzielt in seinem 3. Kurzeinsatz nach seinem Comeback sein 2. Tor nach dem Siegtreffer zuletzt in Bamberg. Endstand somit 2:0. Am Ende des Tages ist es ein verdienter Sieg, weil wir, finde ich, mehr Chancen hatten und halt einfach mit maximaler Leidenschaft unser Tor verteidigt haben. Haben uns in alles reingeworfen, haben sehr eklig gespielt und ich bin heute unglaublich stolz auf die Jungs, weil es ein richtig, richtig hartes Stück Arbeit war und wir freuen uns heute einfach über die 3 Punkte. Ansbach hat hart gekämpft, extrem viel gelaufen und hat alles gegeben für die 3 Punkte. Deswegen haben die auch die 3 Punkte bekommen. Gerade sind wir immer eine Lücke und da gibt es nur einen Weg raus und das ist durch hartes Arbeit. Der Höhenflug der Spielvereinigung Ansbach hält an. 8 Punkte aus 4 Matches sind ein starker Start. Direkt entgegengesetzte Gefühlslage dagegen in Burghausen nach dem 4. sieglosen Spiel zum Auftakt.